Ist jetzt wenigstens Schluss? Nein, es fehlt noch die Pflegeversicherung. Die muss ich ab jetzt nämlich auch voll aus eigener Tasche zahlen. Das sind nochmal 13,80 Euro. Wenn wir jetzt hier einen Strich ziehen und alles voneinander abziehen, kommen wir auf ein vergleichbares Netto, also inflationsbereinigtes, vergleichbares Netto von 972 Euro. Jetzt müsst ihr aber wissen, dass dieser gute Mann 3.500 Euro netto verdient plus Bonus. Das heißt, er hat 3.500 Euro netto, hat von Anfang an Rentenpunkte gesammelt und hat jetzt eine Netto-Rente mit einem Kaufkraftwert in 23 Jahren von 972 Euro. Das nenne ich mal eine Zeitbombe im Rentenbescheid. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass er hiervon sich keine große Wohnung mehr leisten kann, dass das Essen auch nicht mehr im Restaurant stattfindet. Das Fiese ist, alles, was ich euch hier aber vorgerechnet habe, steht so in diesem Bescheid schon drin. Ich lese es euch mal vor. Zum Beispiel direkt im ersten Absatz steht Folgendes. Bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. Gegebenenfalls. Das hat damit zu tun, dass früher die Rentner keine Steuern zu zahlen brauchten, aber jeder, der ab jetzt in eurer Altersklasse da ist, zahlt volle Steuern. Dieser Mann zum Beispiel muss 90% seiner Renteneinkünfte versteuern. Das heißt nicht, dass er 90% Steuern zahlen muss, sondern das heißt, 10% werden zur Seite geschoben und auf 90% muss er Steuern zahlen. Dann, die 2.800 Euro sind ja schon gerechnet mit einer Rentenanpassung von 1% pro Jahr. Im letzten Absatz auf der Rückseite steht, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. Versorgungslücke. Bei der ergänzenden Altersversorgung sollten Sie, wie bei Ihrer zu erwartenden Rente, den Kaufkraftverlust beachten. Steht hier drin. Ja. Also ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als einfach mal das, was im Rentenbescheid im Kleingedruckten steht, auszurechnen, was das wirklich bedeutet. Die Bundesregierung hat natürlich kein Interesse, das so offen auszurechnen, wie ich das tue, sondern versteckt es lieber im Kleingedruckten, weil es würde ja Volksaufstände geben, wenn jeder wüsste, was ihn da erwartet. So, der vorletzte Absatz. Rentenanpassung, dort steht, die Dynamisierung, also die Erhöhung der Rente, erfolgt durch die Rentenanpassung. Sie richtet sich grundsätzlich nach der Lohnentwicklung. Übrigens, das Wort grundsätzlich heißt, Ausnahmen sind möglich. Die für die Rentenanpassung, insbesondere aufgrund der demografischen Entwicklung, heißt übersetzt, es wird ja immer mehr Rentner geben und immer weniger Beitragszahler, deswegen ist es natürlich alles eher ein bisschen unsicher, nur vermindert berücksichtigt wird. Die Höhe der zukünftigen Rentenanpassung kann nicht verlässlich vorhergesehen werden. Wir haben Ihre Rente daher unter Berücksichtigung der Annahmen der Bundesregierung zur Lohnentwicklung dynamisiert. Schon wieder ganz viele Konjunktive, ganz viele vielleicht, wenns und kann keiner genau sagen. Und vereinfacht gesagt steht da drin, das ist nichts anderes als eine nett gemeinte Schätzung, die höchstwahrscheinlich gar nicht stimmen wird. Im unteren Teil des Absatzes steht, die ermittelten Beiträge sind, wie alle weiteren späteren Einkünfte, zum Beispiel aus einer Lebensversicherung, wegen des Anstiegs der Lebensunterhaltskosten und der damit verbundenen Geldentwertung, in Klammern Inflation, in ihrer Kaufkraft aber nicht mit einem heutigen Einkommen in dieser Höhe vergleichbar. Kaufkraftverlust. So werden bei einer Inflationsrate von beispielsweise 1,5%, das heißt, also die Inflationsrate ist sehr niedrig angesetzt, die Dynamisierung, also die Erhöhung der Rente eher sportlich, nur noch eine Kaufkraft nach heutigen Werten von in etwa 71 Euro besitzen. Also in diesem Fall mit den 23 Jahren wären unsere 100 Euro bei 1,5% nur noch 71 Euro wert. Dass das mehr ist, brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, aber soweit mal dazu. Auf der Rückseite im obersten wird erklärt, wie das mit dem Punktesystem funktioniert und dass man die sammelt und wie der jeweilige Rentenwert momentan ist. Dort steht auch zum Beispiel der Durchschnittsverdienst aller Versicherter etc. etc. Lest euch das ruhig mal durch, ihr werdet Augen machen. Abschließend habe ich noch eine kleine Aufgabe an euch. Stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt von dem Nettoeinkommen von 3.500 Euro kommt, wie euer Leben dann aussieht, wenn ihr auf einmal mit weniger als einem Drittel klarkommen müsst. Nämlich mit unter 1.000 Euro. Und stellt euch nur mal vor, was die Miete mit Nebenkosten kostet, plus Telefonanschluss, plus vielleicht Computeranschluss, plus einfach Klamotten. Das wird ein sehr, sehr karges Leben. Die Lösung liegt meiner Meinung nach zu einem Großteil in der Investmentimmobilie. Warum?
Weil hier ist ein Riesenloch zu füllen und das kann man nicht füllen, wenn man es alleine bezahlen muss und wenn man auch noch gegen die Inflation ankämpfen muss. Deswegen die Investmentimmobilie, weil dort zahle ich 1 Euro aus eigener Tasche, der Mieter legt 5 Euro dazu, der Staat legt auch nochmal 1 Euro dazu, sodass ich 7 Euro investiere, obwohl ich nur 1 Euro ausgeben muss. Des Weiteren gibt mir die Inflation Rückenwind, weil ich auf einmal an der Inflation verdiene, anstatt Geld zu verlieren. Hier in diesem Fall verliere ich mal schlappe 1450 Euro. Im Fall der Investmentimmobilie verdiene ich 1450 Euro. Die Inflation wird bezahlt von meinem Mieter, was für mich eine schöne Sache ist und auf die Art und Weise könnt ihr das lösen. Sprecht also unbedingt mit eurem Berater, schaut euch diesen Rentenbescheid an und ladet euch die Inflationstabelle runter und lernt mal mit diesem Thema ein bisschen zu rechnen und zu leben und zu denken, weil es ist einfach ein Unterschied, ob man Geld jetzt oder erst in 30 Jahren hat. So, schön, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht den Tag verdorben. Nichtsdestotrotz, es gibt Lösungen und diese Lösungen sind sogar wahnsinnig günstig, wenn man sie etwas mit Köpfchen macht. Vielen Dank, euer Alex Fischer.